Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Heute wieder aus dem wunderschönen, aber ziemlich frischen Bielefeld. Es ist wieder Jackenwetter. Ich stelle euch heute den Mini als Fünftürer vor. Ich würde sagen, der neue Mini, aber so neu ist er nicht. Bereits Mitte 2014 ist er vorgestellt worden. Und gerade als Fünftürer ist er auch nicht mehr so Mini. Aber gucken wir nur mal auf die Länge des Dreitürers. Die erste Generation, die ich als Firmenwagen gefahren bin, die war 3,63 Meter lang. Dann die zweite Generation 3,70 Meter. Und die aktuellste Version ist dann 3,82 Meter lang. Also ist er stetig gewachsen. 2001 ist der erste Mini unter der Hand von BMW vorgestellt worden. Und jetzt hat es also bis 2014 gedauert, bis sie eine fünftürige Version anbieten. Der Original-Mini, den gab es ja nie als Fünftürer, zumindest nicht in der Serienproduktion. Es gibt, glaube ich, so ein Modell, das haben die mal gebaut mit fünf Türen. Also ein offizielles Nachbauten gibt es ja sicherlich eine ganze Menge. Aber um nochmal auf die Größe zu sprechen zu kommen, der Fünftürer ist nochmal 16 cm länger geworden als der Dreitürer. Der Dreitürer ist 15 cm länger als der Opel AdamS und der Fünftürer hier ist 3 cm als der aktuelle VW Polo. Und somit ist er quasi, also der Fünftürer, fast einen ganzen Meter länger als der ursprüngliche Mini, also der Urmini, den ich in meiner Studienzeit übrigens gefahren bin. Ich hatte zwei verschiedene Mini, einmal Baujahr 71, einmal Baujahr 72. Mitbewerber gibt es natürlich wieder zahlreiche und ich vergesse bestimmt auch wieder irgendeinen, aber wir hätten zum Beispiel den Audi A1 mit der 1,8 Liter Maschine, den Opel Corsa OPC hatten wir jetzt gerade im Test, den Ford Fiesta ST, auch den hatten wir schon im Test, den Renault Megane, den Renault Clio RS natürlich oder den Peugeot 208 GTI oder eben, wie schon genannt, den VW Polo GTI. Den Mini gibt es aktuell mit 4 Benzinern und 3 Dieselmotorisierungen. Der Mini One, der kleinste Benziner, der leistet 102 PS, der Mini Cooper 136 PS, der Mini Cooper S, den wir hier haben, der leistet 192 PS und ganz oben der John Cooper Works mit 231 PS. Bei den Dieseln, da haben wir den Mini Diesel, der hat 95 PS, der Mini Cooper Diesel oder Mini Cooper D, der hat 116 PS und dann noch den Mini Cooper SD, der verfügt über 170 PS. Geschaltet wird bei allen Mini-Fahrzeugen entweder manuell mit einer 6-Gang-Schaltung oder halt man nimmt die 6-Gang-Automatik und der Mini hat immer Vorderradantrieb. Und hier, das ist das Herz von unserem Mini Cooper S, ein 2 Liter Vierzylinder Reihenmotor mit Twin Power Turbo Technologie von BMW, beziehungsweise von Mini natürlich. Der hat eine Leistung von 192 PS, das erwähnte ich bereits, verfügt über ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmeter und die liegen im Bereich zwischen 1250 und 4750 Umdrehungen pro Minute an. Es gibt noch eine Overboost-Funktion, dann hat er ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmeter. Unser Testwagen hier ist ausgestattet mit der manuellen 6-Gang-Schaltung. Und auch zum Mini gebe ich euch die Fakten, Fakten, Fakten. Wenn man das mit der Schaltung richtig hinkriegt, dann kann man den Mini Cooper S innerhalb von 6,9 Sekunden von 0 auf 100 bringen und die Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 232 km/h. Der Mini Cooper S verfügt über einen Tankinhalt von 44 Litern. Beim Netzverbrauch laut Mini von 6 Litern super auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 730 Kilometern kommen. Der kombinierte CO2-Ausstoß liegt laut Mini bei 139 Gramm pro Kilometer. Der Mini Cooper SF55, also die fünftürige Version, der ist 4 Meter und 1 Zentimeter lang bei einem Radstand von 2,57 Meter. Er ist 1,43 Meter hoch und misst in der Breite 1,73 Meter. Der Wendekreis des Mini Cooper SF55 beträgt 11 Meter. Das Leergewicht ist mit 1295 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 1750 Kilogramm. Der preiswerteste Mini ist für
Der preiswerteste Mini, also der Mini One, ist für 16.800 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 24.900 Euro, kostet aber, so wie er hier steht, eher 36.000 Euro. Die Versicherungsklassen: Haftpflicht 16, Vollkasko 21 und Teilkasko 23. Ich gehe jetzt nicht auf alle Änderungen von der zweiten zur dritten Produktgeneration ein, weil der Wagen ist ja schon länger auf dem Markt. Aber zumindest die Rückspiegelerkennungsmerkmale, die will ich einmal kurz aufzeigen. Oder eigentlich ist es nur ein großes. Der Mini Cooper S der zweiten Produktgeneration hatte quasi nur die Hälfte vom Kühlergrill. Er guckte so ein bisschen grimmig. Und der Mini der dritten Produktgeneration reißt jetzt quasi den Mund ganz auf. Das ist es im Wesentlichen. Hier unten haben wir dann noch die Lufteinlässe. Die waren vorher eher so dreieckig geformt. Die sind jetzt so in Rautenform. Gut, bei Mini gibt es ja eigentlich keine Ausstattungslinien als solche, sondern die Ausstattungslinie definiert sich eigentlich über die Motorisierung. Also One, Cooper, Cooper S, John Cooper Works. Nichtsdestotrotz gibt es diverse Pakete, die man so fast als Ausstattungslinie bezeichnen könnte. Das ist Salt, Pepper, Chili und Wired und natürlich auch John Cooper Works. Da kann man sich auch diverse Anbauteile bzw. Interieurgeschichten entsprechend konfigurieren. Unser Fahrzeug hat einmal das Wired-Paket und auch das Chili-Paket. Und nur weil ich hier gerade stehe und man so schön sieht, das weiße Dach, die weißen Spiegel und auch die weißen Streifen, die kann man sich beim Cooper S zumindest umsonst dazu bestellen. Was wollte ich noch sagen? Genau, wir haben hier die LED-Scheinwerfer verbaut, also Voll-LED-Scheinwerfer, die sind aufpreispflichtig, kosten 790 Euro. Wenn die mit einem Abbiegellicht versehen sein sollen, dann für 990 Euro. Und auch die Nebelscheinwerfer, die gibt es in LED-Ausstattung, die lässt sich Mini dann mit 150 Euro bezahlen. Ich möchte mich kurz entschuldigen, der Wagen ist nicht gewaschen. Ich habe es zeitlich nicht mehr hinbekommen und ich drehe heute auch alleine, weil der Tobi gestern krank geworden ist. Gute Besserung an Tobi und oh, aber es muss ja weitergehen. Die Farbe, die wir hier haben, das Blau, nennt sich Lapis Luxury Metallic, ist eine Sonderfarbe, die ist auch mit der dritten Produktgeneration erst vorgestellt worden und aufpreispflichtig 850 Euro kostet die extra, ist eine von 13 Farben, die man wählen kann. Das weiße Dach hatte ich bereits erwähnt, das kann man sich kostenlos hinzubestellen. Gut, der Mini One, der steht auf 15 Zöllern, der Mini Cooper S, den wir hier fahren, normalerweise auf 16 Zöllern. Wir haben aber hier optionale 17 Zöller verbaut, Kostenpunkt 600 Euro. Dann hatte ich schon erwähnt, der Mini, der Fünftürer, ist 16 cm länger als der Dreitürer und 7 cm sind in den Radstand gewandert, sodass man im Innenraum auch ein bisschen mehr Platz hat. Zudem ist der Wagen 11 mm, also guten Zentimeter, nochmal höher als die dreitürige Version. Ja, gucken wir noch schnell aufs Heck vom Mini Cooper S. Oben Dachspoiler, dann hier eine dritte Bremsleuchte mit LED-Technik hinter der Scheibe. Der Schriftzug verrät auch, dass da noch ein bisschen mehr Kraft hinter ist. Wir haben hier meines Erachtens Voll-LED-Rückleuchten. Unten haben wir, glaube ich, ein normales Leuchtmittel, aber hier oben, das ist Voll-LED-Technik. Zudem, ich weiß noch, als ich damals den alten Mini gefahren bin, ach, was hätte ich gerne, so eine Mittel-Auspuffanlage gehabt. Die war aber echt aus dem Zubehörbereich ein bisschen teurer, konnte ich mir damals nicht leisten, machte auch nicht Sinn. Ich hatte nur einen Liter Motor drin, nicht so viel PS. Hier beim Mini Cooper S haben wir eine doppelflutige Auspuffanlage und die ist auch noch mittig angebracht und ich persönlich finde, das sieht ganz schön sexy aus. Ganz kurz erwähnt, der Mini hat auch einen Scheibenwischer. Der Mini Scheibenwischer ist wirklich Mini, aber man ist doch erstaunt beim Fahren auf der Autobahn, da macht dieses kleine Sichtfeld für den Blick nach hinten durchaus noch den Unterschied. Und ich weiß, es gibt eine ganze Menge Leute, für die ist so ein Heckscheibenwischer echt extrem wichtig. Darum erwähne ich das kurz. So, und jetzt mal ab in den Innenraum. Die Türen öffnen im Winkel von 80 Grad, sind aber nicht besonders groß. Dafür gibt es eine Einstiegsleiste mit Mini Cooper S-Schriftzug. Wie sagt man so schön, Platz ist in der kleinsten Hütte, aber das Einsteigen im Mini ist für mich schon ein bisschen beschwerlich, weil ich in der Regel das Lenkrad halt ganz unten mir einstelle und somit ist mir das beim Einsteigen ein bisschen im Weg und um die Tür jetzt zu schließen, muss ich mich ein bisschen rauslehnen, aber auch das geht.
Für mich ist es ein Stück weit nach Hause kommen. Wie gesagt, ich bin den Mini der ersten Generation als Firmenwagen gefahren. Ein halbes Jahr lang zwar nur, aber immerhin. Und so fühle ich mich auch entsprechend wohl. Und ja, alte Erinnerungen kommen hoch und das sind durchaus schöne Erinnerungen. Wir haben ja jetzt nun einen Kleinwagen und ich glaube, Mini versucht gar nicht hier ein großzügiges Raumgefühl hinzubekommen, sondern die wollen genau, dass man dieses Go-Kart-Feeling bekommt. Und das hat man auch. Also ich finde, das hat man nach wie vor. Wie gesagt, ich bin auch den alten Mini damals gefahren. Diese doch recht steil stehende Scheibe vorne gibt einem so das Gefühl, ich bin noch genau da. Das Dach ist auch ziemlich weit unten. Was übrigens beim Fahren immer mal wieder Probleme führt, wenn man die Ampel nicht, weil man die Ampel nicht sehen kann, muss man sich immer so ein bisschen vorbeugen. Aber gut, das nimmt der Minifahrer oder die Minifahrerin, denke ich, immer gerne in Kauf. Was die Materialien angeht, wir haben hier oben so eine dicke, wulstige Soft-Touch-Geschichte. Die ist auch hier unten dann wieder zu finden. Also hartes Plastik fängt dann hier gerade mal beim Handschuhfach an. Dazu so eine Applikation hier nochmal in so einem geriffelten Zeug. In der Seite ja, haben wir so leicht aufgeschäumtes Plastik und oben halt auch. Also es ist weder Hartplastik noch wirklich Softtouch, sondern so eine Zwischenlösung. Und hier dann auch nochmal so ein silberner Streifen, so eine Applikation. Bei uns verbaut sind übrigens so ein Mix zwischen Leder- und Stoffsitzen. Und auch im Handgriff habe ich eher so ein weiches Plastik, ja, ein Lederlenkrad. Also es geht so, wir wissen ja, Mini gehört zu BMW und somit hat Mini automatisch einen Premium-Anspruch. Ich finde so rein von den Materialien, es ist schon in Ordnung, aber jetzt auch nicht so hundertprozentig überzeugend. Zumindest wenn man den Preis sieht im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Nichtsdestotrotz, das soll ich nicht immer sagen, aber es ist halt so, ich persönlich finde das klasse. Also ich mag das hier, ich finde den Innenraum durchaus gelungen und es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwo hinfasse und denke so, ah nee, fühlt sich jetzt nicht gut an, sondern eigentlich das ist eigentlich recht stimmig, das Ganze. Ja, was die Ergonomie angeht, 1000 Knöpfe auf dem Lenkrad, die zwei Schalter und jetzt hier oben einmal Knöpfe, das kenne ich ja auch noch vom alten Mini, wie auch hier unten. Dazu jetzt auch nochmal eine ganz normale Knopfleiste oder Buttonleiste oder wieder, nee, Knopfleiste ist das. Das ist niedlich gemacht, stört auch nicht bei der Bedienung und man kommt an alles recht gut heran. Das Display hier, das in der Mitte ist allerdings nicht mehr zugewandt, wie auch die Konsole nicht oder hier oben nicht. Also es ist halt nicht wirklich Fahrer zugewandt, das Ganze. Ja, was das Platzangebot angeht, ich sitze hier ganz auf dem Boden, ganz unten und habe hier entsprechend Kopffreiheit über eine Faust, könnte also ruhig noch ein bisschen höher, um die ideale Sitzposition eigentlich zu haben. Ich kann hier sehr gut drin sitzen. Der Tobi mit seinen 1,95 Meter hat hier auch viel Spaß im Mini gehabt. Auch der konnte ordentlich sitzen. Es tut mir leid, dass ich euch das hier heute nicht zeigen kann, weil der Tobi halt krank ist. Gut, dann fange ich auch sofort an mit unserem üblichen Kram. Es gibt keine Gurthöhenverstellung und bei der Gurtlänge sieht es so aus. Die Sitze sind manuell verstellbar. Das ist ganz hinten, das ist ganz vorne und so sitzt der Jan. Ich kann sie manuell in der Höhe verstellen. Ich kann die Lehne entsprechend verstellen und das finde ich richtig blöd. Da habe ich erstmal einen Griff, an den ich kaum rankomme, wenn ich fahre. Und es ist halt auch, ich ziehe den hoch und kippe dann quasi sofort nach hinten weg. Das, ich finde da immer wieder so ein Rad ist die bessere Variante. Ich kann die Sitzfläche mir verstellen. Da habe ich so eine kleine Möglichkeit noch. Und ja, das war es dann im Prinzip auch schon. In unserem Modell sind die Sitze dreistufig beheizbar. Die Heizleistung ist jetzt nicht wahnsinnig, aber das wird schon mollig warm entsprechend. Das Lenkrad, wir haben hier das John Cooper Works Lenkrad. Man kann sich ja auch gewisse John Cooper Works Elemente in sein Auto reinkonfigurieren. Das ist erstmal höhenverstellbar, aber auch in der Tiefe kann ich es verstellen. Das ist der Radius, den ich hier habe. Finde ich sehr ansprechend. Übrigens, das kleine Cockpit wandert halt mit, wenn ich es in der Höhe verstelle. Was natürlich ganz sinnvoll ist, weil man dann immer den gleichen Bildausschnitt durch das Lenkrad entsprechend hat.
Und ich hatte es eben schon beim Einsteigen erwähnt, ich stelle mir das Lenkrad immer sehr tief ein. Und da habe ich dann natürlich hier eine relativ kleine Fläche zwischen Lenkrad und Sitzfläche. Wenn ich den Sitz jetzt noch ein bisschen höher stellen würde, dann habe ich noch mehr Probleme. Jens sagte übrigens, dass den Wagen auch gefahren ist, ja 1,70 groß, dass er hier Probleme hat, eine gute Sitzposition zu finden, mit der er auch ordentlich sehen kann. Und auch generell bei der Sicht, ehe ich das nachher vergesse, Tobi sagte, ihn stört immer der Innenspiegel beim Gucken jetzt, wenn es hier um Verkehrszeichen oder Ampeln geht. Ja, das Lenkrad, wie gesagt, John Cooper Works Lederlenkrad mit roten Ziernähten, perforiert im Innenbereich und somit auch in den Griffflächen. Es ist ein Multifunktionslenkrad. Auf der linken Seite kann ich den Speedlimiter aktivieren bzw. den adaptiven Tempomaten und da dann auch nochmal über zwei Knöpfe festlegen, wie nah der adaptive Tempomat denn auffahren darf. Auf der rechten Seite haben wir einmal eine Wippe und einen OK-Knopf für das Infotainment-System. Da kann ich auch die Sprachsteuerung aktivieren, wie auch einen Telefonanruf entgegennehmen. Ja. Den Bordcomputer, wie bei BMW üblich, bediene ich über den Blinkerschalter. Da habe ich einen kleinen Taster BC und da kann ich im Prinzip auch nur durchschalten durch die ganzen Geschichten. Ja, die Minispiegel sind fast rund, also die Spiegelfläche. Das reicht aber locker aus, um den rückwärtigen Verkehr im Auge zu behalten. Der Innenspiegel ist ein Witz eigentlich, aber auch die Rückscheibe ist natürlich genauso ein Witz, die ist auch entsprechend klein. Was ich bemerkenswert finde, wenn ich ganz normal hier sitze und fahre, muss ich mich wirklich vorlehnen, weit vorlehnen, um den Spiegel verstellen zu können. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben ja also an der Heckscheibe haben wir auch einen Scheibenwischer und der macht eigentlich nur ein kleines Sichtfeld, aber gerade jetzt bei Autobahnfahrten im Regen ist es sehr angenehm, habe ich festgestellt. Verzeihung. Den Schulterblick wage ich auch. Über die linke Schulter habe ich so gut wie gar keinen toten Winkel. Bei der rechten Seite sieht es so aus. Nein, auch da nicht, weil ich hinter der ABC, da gibt es so eine ganz kleine C-Säule. Zwischen C und D-Säule habe ich auch nochmal ein Fenster. Und die D-Säule, CD, ja, ist auch wirklich nicht so breit. Das finde ich alles, also der ist schon sehr übersichtlich. Ich meine, davon mal abgesehen, dass es ja ein kompaktes Auto ist, oder ein drunter ein kleines Auto ist, dass er sich sehr kompakt fahren, wenden und einparken lässt, ist die Rundumsicht hier wirklich klasse. Zudem haben wir jetzt hier auch noch eine Rückfahrkamera im Auto. Und ich muss einmal das Auto anlassen, weil ich das nochmal gegenchecken will. Das Bild wusste ich, das ist wirklich eins der klarsten Bilder, die ich kenne. Auch wenig verzerrt. Wir haben zudem einmal die Linien angezeigt im Vollausschlag, wenn ich jetzt auch nur gerade zurückfahre, dass ich so ein bisschen sehen kann, wie kann ich denn rangieren. Und sobald ich das Lenkrad drehe, drehen sich die Linien auch mit und zeigen mir somit an, wo ich denn jetzt hinfahren würde. Auch sehr angenehm finde ich dazu, dass neben dem Bild der Rückfahrkamera dann auch noch mal eine Zeichnung ist von dem Mini, wo die Parksensoren quasi zeigen, wie weit man entfernt man noch von irgendwelchen Hindernissen ist, und zusammen ist das natürlich eine ganz feine Sache. Aber wie gesagt, das Bild der Kamera ist wirklich fantastisch. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein zentrales Rundinstrument, das an der Lenksäule, das erwähnte schon, auch befestigt ist. Der Tacho geht bis 260, der Wagen läuft 232, das ist im grünen Bereich. Im Rundinstrument selbst ist nochmal ein kleines Display angebracht für den Bordcomputer, da kann ich durchschalten. Speedlimit kann ich mir anzeigen lassen, das Datum, die Motortemperatur, gar nichts auch, die aktuelle Reichweite, der Durchschnittsverbrauch, der aktuelle Durchschnittsverbrauch, der aktuelle die Durchschnittsgeschwindigkeit, wie auch die Geschwindigkeit selbst, die wird dann auch entsprechend irgendwann größer eingeblendet, wenn ich dann kein Head-Up-Display habe. Dazu permanent im Blick der aktuelle Gang, auch eine Gangvorschlagsgeschichte, oder wenn ich im Green-Mode fahre, dann entsprechend andere Geschichten noch, wie auch die Außentemperatur. Daneben angeflanscht ist so als Halbkreis nochmal der Drehzahlmesser. Bis 7000 Umdrehungen ist er ausgewiesen, bei 6500 fängt dann der rote Bereich entsprechend an. Und rechts neben dem Tacho haben wir dann noch, und das finde ich echt, das ist richtig mies gelöst, die Tankanzeige mit vier kleinen Lämplein, LEDs vermutlich. Und das ist echt, das sieht billig aus. Also wirklich komme ich gar nicht drüber weg, das hätten sie wirklich ein bisschen schöner lösen können. Und je nachdem, wie viel man verbraucht hat, geht dann halt so ein Lämpchen weniger an.
Und wo ich gerade dabei bin und den Motor angelassen habe, wir haben hier so eine kleine Plastikscheibe, die hochgefahren ist. Das ist das Head-Up-Display. Und ich finde das mittlerweile ziemlich klasse. Beim Zweier Active Tourer, Grand Tourer gibt es das ja auch. Und beim Mazda, der hat sowas Ähnliches. Und ich war immer erst so ein bisschen enttäuscht, weil, mein Gott, projiziert das doch in die Scheibe. Aber allein, dass es hier ist, ist schon mal mehr im Blickfeld von der Straße runter der Blick. Also ich muss jetzt hier nicht entziffern, was hier gerade passiert im Cockpit, sondern kann das alles auf der Scheibe sehen. Und was mir da angezeigt wird im Head-Up, das ist BMW-Standard, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch Tempolimits, die Anweisungen vom Navigationssystem und teilweise kann ich hier auch, oder kriege ich eine Rückmeldung, wenn ich was über das Infotainment-System mache. Das ist ziemlich klasse gelöst. Und man kann es auch hervorragend gut ablesen. Also ich mag die Head-Up-Displays von Mercedes, ob nun in die Scheibe projiziert oder also in die Plastikscheibe oder auf die Scheibe generell. Gut, es gibt ein Ambient Light, das ist hier unten in den Türen jeweils drin. Wir haben das damals ausgestellt bei der langen Rückfahrt von München nach Bielefeld, weil das einfach, mir ist das zu viel Licht. Genauso ist hier dieser Kreis, der äußere Kreis dieses Kombi-Instruments. 84. Ebenfalls beleuchtet. Und auch da, im Pressetext heißt es, glaube ich, es gibt einem eine Rückmeldung, je nachdem, was man macht, durch eine farbliche Gestaltung. Das mag auch sein und viele Leute mögen das auch schön finden. Ich finde das einfach nur störend. Also das ist mir zu viel Lichtgezapper. Aber wie gesagt, positiv, man kann es ausstellen und das ist auch gut so. Ja, dann Hupencheck, ne? Wollen wir? Nee, ach komm, lassen wir mal weg. Brauchen wir auch nicht hupen. Ja, doch, komm. So hört sich die Hupe an. Dann komme ich auch gleich schon zum Innenraumcheck. Ich habe tatsächlich Türtaschen, da passt aber wirklich nicht viel mehr rein als dieses Warnwestenpaket von Mini selber. Ja, dahinter vielleicht noch eine Zigarettenschachtel, wobei Rauchen ja nicht gut ist. Vielleicht auch ein kleines Portemonnaie, aber das war's auch. Ja, letztendlich Mini in der Form ist jetzt hier wirklich mal Konzept. Unter den Sitzen habe ich auch nichts. Also bewegen wir uns hier an die Konsole. Hinter den beiden Getränkehalter, auf die ich gleich zu sprechen komme, haben wir eine kleine Ablagemöglichkeit. Habe ich jetzt meinen Tabak, Rauchen ist schlecht verstaut. Da kann man aber auch schön das Handy reinlegen, ist allerdings keine rutschfeste Unterlage dabei. Darüber, man sieht es kaum, aber ich weiß es jetzt natürlich, gibt es einmal einen 12-Volt-Anschluss, wie auch USB und ein AUX-In bzw. Line-In für das Infotainment-System. Funktioniert alles prima. Dahinter haben wir also diese zwei Becherhalter. Und auch hier, ja, das ist, hallo, nicht gut, ne? Aber wir hatten, glaube ich, neulich beim Dreier auch schon keine Abstandshalter. Also hier keine Abstandshalter. Ich habe hier so eine leere halbe Liter Flasche. Die scheckert hier lustig hin und her. Ist nicht ganz so lustig. 0,75 Liter stecken hier dann schon ein bisschen besser drin. Hinter dem Schalthebel und quasi unterhalb von dem Handbremshebel, es gibt einen Handbremshebel, also Spaß im Winter, ist dann auch nochmal eine ganz kleine Schale. Und dann sind wir auch schon bei der Armlehne, die lässt sich auch gut wegklappen, aber auch aufklappen. Hier ist so eine Handy-Lademöglichkeit vorgesehen. Und was ist das hier? Ja, jetzt bin ich gerade etwas überfragt. Das ist mir auch wirklich ein bisschen peinlich. Ach so. Gut, wenn ich die Handbremse löse, so weit geht's und so kann ich es dann auch noch ein Stück weiter runterklappen. Also wenn ich kleiner bin oder so, habe ich die Möglichkeit, dass es hier so ein bisschen in der Höhe zu arretieren, wobei nach oben geht es halt nicht. Also das ist die höchste Einstellung und dann kann ich über diesen Hebel hier noch ein bisschen weiter runtergehen. Alright, das war's dazu. Jetzt ziehen wir die Handbremse natürlich selbstredend wieder an. Wir haben zwei Handschuhfächer. Einmal das klassisch untere. Da habe ich hier das ganze BMW-Material mit, was zum Bordmaterial gehört, aber auch die Pressemappe. Und das füllt auch schon das ganze Handschuhfach hier aus. Gucken wir da nochmal einmal rein. Soweit ich was sehe, ist es auch beleuchtet, aber nicht klimatisiert. Dazu gibt es noch wirklich ein zweites Handschuhfach. Wenn ich hier auf die Applikation drücke oder die Leiste, dann ist hier auch nochmal so ein Minifach. Minifach, haha. Da passt mein Handy gerade rein oder eben ein Satz Handschuhe, aber auch nicht mehr. Aber immerhin haben sie den Platz nicht verschenkt, sondern noch genutzt. Sonnenblenden auf beiden Seiten, beide auch mit einem beleuchteten Make-up-Spiegel.
Und hier an der Außenseite habe ich dann auch noch so ein Plastikband, wo ich dann entsprechend Dokumente hinterschieben kann. In der Regel ja so ein Parkticket. Hier oben sind die Leseleuchten, kann ich einmal anmachen, wie auch die ganze Innenraumbeleuchtung. Dann ist hier noch eine LED mehr. Auch das sind LEDs. Und hier habe ich noch einen Schalter, den ich nie benutzt habe. Keine Ahnung. Hier oben gibt es dann auch einen SOS-Knopf. Das war es auch schon. Ich habe hier an der Seite nur vorbereitet für einen Haltegriff. Also könnt ihr den wahrscheinlich nochmal nachrüsten. An den anderen drei Türen habe ich aber einen entsprechenden Haltegriff. Nun haben wir die fünf Türen, da wollen wir die hinteren Türen auch mal öffnen und ich steige jetzt hier auch ein, auch wenn dieses Einstiegsfenster echt extrem klein aussieht. Ich sehe auch schon, dass ich nicht viel Platz haben werde hier, aber ich versuche das trotzdem mal. Ich schäle mich hier rein. Ja, das ist nicht toll, aber es geht. Jetzt sitze ich also hinten, wie man sieht. Kopffreiheit habe ich nicht mehr ganz eine Faust hier hinten und auch mit der Beinfreiheit. Meine Knie sind jetzt schon hier an der Rückenlehne des Vordersitzes. Der ist auf meine Größe 1,80 Meter eingestellt. Ich bin nach wie vor 1,80. Wenn der Tobi vorne sitzen würde, könnte ich hier hinten nicht mehr sitzen. Der rutscht dann nämlich komplett zurück. Und auch so ist das eher das Platzangebot, was für Kinder. Also als Erwachsener, ja, ich kann jetzt hier auch mal 100 Kilometer fahren oder so, aber eine längere Fahrt möchte ich persönlich zumindest hier nicht mehr mitmachen. Also dafür, klar, hier habe ich nochmal so eine Aussparung und wenn ich meine Knie zusammendrücke, geht es einigermaßen. Aber ja, toll ist es halt nicht. Und ja, an die Lehne komme ich. Und wie gesagt, das passt auch zur Seite, das ist noch in Ordnung. Ich sitze allerdings relativ weit hinten und gucke hier erstmal direkt auf den Holm. Also Kinder beim Kindersitz, da wird das wahrscheinlich eher gehen. Ja, wir haben hier auch wieder so ein kleines Fach in den Türtaschen und tatsächlich mit ein bisschen Gefummel passt da die Flasche rein. So ist es vielleicht nicht gedacht, aber das Fach ist doch überraschend groß. Ich habe hier nur einen Getränkehalter, der ist in der Mitte und genauso wie vorne gibt es auch hier keine Abstandshalter. Ja, schade. Dafür habe ich kleine Taschen in den Rückenlehnen der Vordersitze. Die sind auch recht tief, wenn auch nicht besonders breit. Ein bisschen weiter vorne, nämlich hier, habe ich Leseleuchten auch für die beiden äußeren Plätze. Die scheinen hier wohl so runter. Das wird vermutlich gehen. Einen Haltegriff hatte ich erwähnt, gibt es hinten hier auch da mit dem kleinen obligatorischen Haken fürs Sakko. Und ja, im Prinzip war es das. Nämlich, das ist schon der Sitz. Isofix-Halterung an den beiden äußeren Sitzen und starre Gurtpeitschen sind halt gut für die kleinen Kinder, damit die sich selbstständig anschnallen können. Jetzt gucke ich mir nochmal die Gurtlänge an. Ja, ich habe schon längere Gurte gesehen, aber ich denke, auch das sollte reichen für einen Kindersitz und vermutlich auch eine Babyschale. Wobei Babyschale würde ich erstmal probieren, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, es ist ein Fünfsitzer, sagt Mini. Okay, Jan Gleitzmann, Gefahrensucher. Ein Bein darüber. Ja, okay, jetzt habe ich einmal gelacht. Ich sitze hier auf so einem ganz schmalen Streifen, der auch recht hoch ist. Und auch hinten ist es nicht wirklich an der Rückenlehne. Viel Spaß, einen Hauch von Kopffreiheit habe ich noch. Ich sitze aber komplett auf den Gurtschnallen. Und ja, das wäre mehr als kuschelig, wenn hier drei Jans nebeneinander sitzen würden. Das wäre aber eh kuschelig, drei Jans nebeneinander. So, das war's also von der hinteren Sitzbank. Bevor ich mir für euch den Kofferraum ansehe, zeige ich euch einmal den Schlüssel. Das ist so ein kleines rundes UFO, was durch die Gegend fliegen kann. Hinten Mini-Schriftzug, das Ganze aus Plastik mit so einem, ja, mit so einer Chrom-Applikation noch dran. Vorne drei Schalter, Zentralverriegelung öffnen, Mini-Logo schließen. Und dazu noch Kofferraum separat öffnen, das macht immer dann Sinn. Das Auto ist verriegelt, man steht weiter weg, drückt einmal auf den Kofferraum, dann wird der entriegelt. Das ganze andere Fahrzeug bleibt aber verschlossen. Und wenn man den Kofferraum wieder schließt, ist der ganze Wagen auch weiterhin abgeschlossen. Ja, gut. Jetzt mache ich den aber mal auf. Der Taster für den Kofferraum befindet sich hier unter dieser Chromspange. Sesam, öffne dich und ich kann jetzt quasi in den Kofferraum blicken. Der hat ein Ladevolumen von 278 Litern und ist somit 67 Liter größer als der Kofferraum vom Dreitürer. Unsere schöne Stativrolle passt hier nicht rein, darum habe ich den anderen Trolley mal bemüht. Der passt hier locker rein.
Was ich echt charmant finde, der hat so einen variablen Ladeboden, zumindest hier unser Fahrzeug. Den kann man einmal hochklappen und dann bleibt er da auch schön oben sitzen. Und ich muss ihn jetzt nicht irgendwo rausbauen oder so, sondern habe jetzt die volle Tiefe des Kofferraums. Ich kann den aber natürlich wieder zurückklappen. Jetzt habe ich einmal den auf der unteren Ebene oder ich ziehe ihn jetzt noch eine Stufe höher. Dann habe ich im Prinzip... Hoppla. Eine ebene Ladefläche hier oder keine Ladekante mehr, sondern kann die Sachen direkt hier über den Kantenschutz in den Kofferraum schieben. Dann wird er natürlich auch dementsprechend kleiner, jetzt was das Stauvolumen hier bis zum Sichtschutz angeht. Den Sichtschutz, den entferne ich mal fix. Das geht ganz zackig. Und jetzt kann ich mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Ich sage mal, nicht viel. Wir haben eine Kofferraumbeleuchtung, das sieht sogar nach einer LED aus auf der rechten Seite. Wir haben hier dann auch noch einen 12-Volt-Anschluss, hoppla, und 4 Zurösen. Mal vom Rest abgesehen, das war es dann aber auch schon. Unten eine Ebene tiefer sind auch nochmal 2 Zurösen. Und ganz unten gibt es auch nochmal einen herausnehmbaren Ladeboden. Da ist dann das Tire Fit Kit eingelassen. Und die Verbandtasche hat hinten so einen Klettstreifen, finde ich super, weil man die quasi überall hier anbringen kann, wo sie einem halt gerade nicht im Weg ist. Ja, wo das Warndreieck ist. Ach, das ist hier oben untergebracht. Ja, dann haben wir ja alles auch eigentlich ganz schön im Zugriff. Allerdings, wenn man eine Reifenpanne hat, muss man den ganzen Kofferraum halt ausladen. An der Unterkante dieses variablen Ladebodens ist dann auch nochmal so ein Netz. Da kann man kleinere Sachen nochmal schön verstauen. Und was ich auch noch interessant finde, die Rücklehnen, die sich umklappen lassen im Verhältnis rechts 40, links 60, kann man auch nochmal so ein Stück weit abstellen. Dann gibt es hier einen entsprechenden Haken und dann packe ich sie zurück, dann stehen die mehr als 90 Grad in die Höhe und so hat man dann noch mal ein bisschen mehr Kofferraum, wenn man dann niemanden mitnimmt, weil sonst wird das mit dem Sitzen hinten, glaube ich, richtig unangenehm. Ja, dann lege ich die noch mal schnell um, das kann ich ganz bequem von hinten machen. Da habe ich so riesige Stöpsel und jetzt muss ich auch noch mal den Ladeboden nach oben ziehen, weil ich glaube, dann haben wir eine einigermaßen ebene Ladefläche hier. Ja, so sieht's aus. 941 Liter Stauvolumen haben wir jetzt hier bis zur Decke, wenn wir das Ganze umgeklappt haben. Der Kofferraum ist an der schmalsten Stelle 92 cm breit. Die Tiefe hier bis zur Rücksitzbank, das sind 55 cm, habe ich die umgeklappt. Geht's bis zur Lehne 116 cm weit. Und wenn ich jetzt nochmal hier den Sitz, den habe ich ganz nach vorne geschoben, wie wir das ja immer machen, dann habe ich hier gut 1,50 Meter an Länge zur Verfügung. Ich habe eben nochmal nachgemessen, wobei der Untergrund ja hier nicht wirklich eben ist. Die Ladekantehöhe befindet sich meines Erachtens auf Höhe von 70 cm. Unter der geöffneten Haube kann ich stehen mit meinen 1,80 Meter. Ich glaube bis 1,85 ist das Ganze ausgelegt. Tobi wird sich den Kopf stoßen. Und hier oben die Kante, da sollte man mindestens 2,05 Meter mit einrechnen, also zumindest die Tiefgaragenparker. Ja, 520 Kilo darf ich zuladen, 75 Kilo davon dürfen aufs Dach und eine Anhängerkupplung ist nicht vorgesehen. Mein Fahreindruck mit dem neuen Mini hier, mit dem Fünftürer, ist durchweg positiv. Ich weiß, ich habe andere Kollegen, die sind den auch schon gefahren und meinen, Mensch, der ist bei Weitem nicht so agil wie die erste oder zweite Version. Bappelapapp, sag ich zumindest so, als normaler Fahrer ist der herrlich. Du hast immer noch das Go-Kart-Feeling. Ich habe hier so eine Art kleinen Fahrerlebnisschalter, da kann ich zwischen Green, Normal und Sport umschalten. Den Green-Mode mag ich persönlich sehr, jetzt gerade so auf dem Weg zur Arbeit, bla bla bla. Da kann man immer gucken, wie viel Benzin kann ich denn heute sparen. Und im Vergleich zu gestern zum Beispiel auch immer. Also kann man so ein kleines Spielchen mit sich selber treiben. Ich finde das ganz lustig. Im Normal, ja mein Gott, oder mit heißt es hier, fährt er halt normal. Und dann haben wir noch Sport und dann wird es alles noch ein bisschen interessanter, wird das Fahrwerk ein bisschen härter, der Auspuff oder die Auspuffanlage wird auch deutlicher.
und die Lenkung dann noch ein bisschen direkter, also macht einfach dann durchaus mehr Spaß, insbesondere mit dem Auspuffgeräusch. Da sind wir auch gleich beim Klang. So normal, wenn ich jetzt in Normal oder Mitte fahre, also in Mid oder Green fahre, dann ja, hört der Wagen sich auch nicht nach viel an. Wenn ich aber einen Sport schalte, dann prödelt er ganz lustig und hin und wieder gibt es auch mal so eine angedeutete Fehlzündung. Ist natürlich alles rein programmiert und auch nicht besonders laut, aber so für den sportlichen Fahrgenuss ist es durchaus lustig. Von der Lautstärke generell, ich finde, es ist noch vertretbar. Es ist eher ein lauteres Auto als ein ruhigeres Auto, vor allen Dingen in Sport. In den anderen beiden geht es. Auf der Autobahn, wenn man da wirklich Vollgas fährt, so bei 200, da ist schon laut. Also das kann man auch nicht schönreden. Da empfiehlt es sich wahrscheinlich dann, das Premium-Soundsystem zu nehmen, um den Innenklang halt mit Musik zu überschallen. Aber auch die Serienboxen, so viel darf ich eben sagen, haben sich hier bewährt. Finde ich auch durchaus, dass die einen guten Job machen. Ja, die Schaltung. Ich habe so das Gefühl, wenn man zu langsam schaltet, fängt die an so ein bisschen hakelig zu werden. Wenn man den sportlich fährt und die Schaltwege sind relativ kurz, dann kann man die Gänge hervorragend locker lustig reinkloppen, dass es wirklich eine Wonne ist. Also das, ich finde das Schalten hier in dem Mini macht wirklich Spaß. Zack, nächster Gang, es läuft halt. Ja, zack, irgendwie, jetzt muss ich aufpassen, wie schnell ich fahre. Ja, Fahrwerk hatte ich auch schon ein bisschen erwähnt. Also ich finde, das ist durchaus ein sehr sportliches Fahrwerk, ohne zu straff zu sein. Natürlich ist es schon in Sport vor allen Dingen dann ein bisschen straffer. Wenn die Straße schlecht ist, merkt man das sofort. Aber zum sportlich Fahren bietet sich das auf jeden Fall an. Und mir hat der so rein von der Straßenlage sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landstraße durchaus Spaß gemacht. Und perverserweise macht er auch in der Stadt Spaß. Und da muss man halt echt aufpassen. Also ich, damals mein Firmenwagen war nur ein Cooper, kein Cooper S. Und der war schon flott unterwegs in der Stadt. Und man ist ja verleitet. Man hat ja dieses Go-Kart-Feeling. Jetzt hier nochmal irgendwie, ne? Machst nochmal schnell einen Cut oder drückst nochmal aufs Gas. Und hallo Führerschein, tschüss Führerschein. Das muss man sich halt immer bei so einem Flitzer hier bewusst machen. Also bei diesen Pocket Rockets. Ja, die Lenkung herrlich direkt in allen Fahrmodi eigentlich, gibt auch eine gute Rückmeldung. Das gleiche gilt auch für die Bremse, lässt sich hervorragend dosieren, ist auch dem Fahrzeug gut angepasst. Gibt eigentlich nur Daumen nach oben. Also hier der ganze Fahrspaß läuft. Ich muss mich so ein bisschen kürzer fassen heute, darum mache ich das alles jetzt hier zusammen. Wir haben Assistenzsysteme auch verbaut. Das Head-Up-Display ist jetzt nicht wirklich eins, aber da ist halt die Verkehrszeichenerkennung drin. Funktioniert ganz gut, wenn auf beiden Seiten Straßenschilder sind. Ich habe immer das Gefühl, wenn es nur auf einer Seite ist, dann ist die jetzt hier nicht ganz so stark, die Verkehrszeichenerkennung. Der adaptive Tempomat funktioniert hervorragend. Hatte ich ja neulich beim 3er irgendwie rumgemäkelt und auch beim X1. Kein adaptiver Tempomat. Im Baukasten liegt das vor. In unserem Testwagen ist es jetzt auch verbaut. Prima, finde ich gut. Also stimmt, dann gibt es noch eine Auffahrwarnung, die ist auch hier im Head-Up zu sehen, wie auch unten im Display wird so ein kleines Auto angezeigt, wenn man halt zu dicht auffährt oder das Auto denkt, man bremst nicht früh genug, um halt zum Stehen zu kommen vor dem entsprechenden Vordermann. Und im Prinzip habe ich auch so schon alles ratzfatz zusammengefasst. Es tut mir wirklich leid, irgendwie gestern hat mich, ich hätte gestern was machen müssen, da ging es halt nicht. Und heute bin ich allein am Drehen gewesen, es hat ein bisschen länger gedauert. Darum spreche ich jetzt hier meine letzten Sätze und sage, tut mir leid, aber rein vom Fahren, wenn ihr noch was wissen wollt, fragt mich, weil ich bin den durchaus hier insgesamt über 1000 Kilometer gefahren. Stimmt, über den Verbrauch habe ich noch gar nichts gesagt. 11,2 Liter. Und wie gesagt, wir sind den 600 Kilometer gut auf der Autobahn gefahren, danach nochmal 100 hinterher, nee, 200 fast. Aber die 600 fast, da war ich die ganze Zeit am Lenker, fast immer Höchstgeschwindigkeit, wenn es irgendwie ging. Der läuft auch 230 und der läuft auch noch super bei 230. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, ich sitze hier in einem kleinen windigen Ei und mir verspringt andauernd das Auto, sondern das ist schon, der lässt sich wirklich gut fahren, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Das hat mich beeindruckt. Und auch der Verbrauch hat mich beeindruckt. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 132 km/h, und da wisst ihr, wie schnell ich gefahren bin, weil es ist ja auch immer mal 120 und da habe ich mich natürlich sklavisch dran gehalten. Ich brauche ja meinen Führerschein. Also Durchschnittsgeschwindigkeit von 132 km/h, nur 11,2 Liter im Schnitt auf 600 Kilometer. Also
auf 100 Kilometer der Schnitt über einen Zeitraum von 600 Kilometern oder eine Strecke von 600 Kilometern finde ich bombastisch wenig. Also das hat mich echt beeindruckt. Darum sage ich, man kann dieses Ding auch locker unter 10 Litern bewegen, bin ich mir ganz sicher. So, jetzt komme ich zum Ende hier von meinem Review der Mini Cooper S als Fünftürer. Fahrspaß, ich sage auf jeden Fall ja, Daumen nach oben, Fahrspaß ohne Ende, Go-Kart-Gefühl ist da und ich hatte sogar Fahrspaß im Green Mode, um zu versuchen so viel oder so sparsam wie möglich zu fahren. Komfort, auch da sage ich, schlecht ist er nicht, also ich sage ruhig den Daumen nach oben, sitzen prima. Vom Fahrwerk ist es halt so, bei Sport, da fängt er schon an, ziemlich straff zu werden. Aber so im normalen Modus oder auch im Komfort hat er eine, so viel Restkomfort, dass es schon angenehm ist. Das passt. Alltagsnutzen, ja. Also für 4 Erwachsene ist ja nichts, machen wir uns nichts vor. 2 Erwachsene, 2 Kinder, das passt schon, wenn man dann mit dem kleinen Kofferraum zurechtkommt, weil der ist nun wirklich nicht üppig. Und als Zweitwagen allenfalls ist der in Ordnung, aber jetzt so als alleiniges Fahrzeug, Kuppler, so windig ist das hier, sehe ich das halt auch nicht unbedingt. Verbrauch, da haben wir jetzt 11,2 Liter erfahren. Ich habe aber dazu gesagt, wir sind halt von München hier hochgefahren, 600 Kilometer, fast Vollgas. Da hat man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 136. Ich denke, man kann den auch locker unter 10 Litern fahren, selbst wenn man Spaß dabei hat. Also den Verbrauchswert muss ich halt selbst so ein bisschen relativieren. Ja, und damit haben wir das auch schon. Allen und allen, ich mag den Mini. Also auch als großen Fünftürer, auch wenn er so gewachsen ist. Ich weiß, es gibt andere Leute, die sagen, der ist nicht dynamisch mehr genug und so. Sehe ich alles nicht. Ich denke, so für Leute wie du und mich ist er halt immer noch ein prima, lustiges Auto, mit dem man eine Menge Fahrspaß haben kann. Und es ist noch, ja, wenn man es mag, ist es auch ein recht schönes Auto. Ja, das war's. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne unten in die Kommentare zum Test, zum Video, zu sonst was. Ich verabschiede mich jetzt hier schon und sage, bitte teilt das Video doch, gebt uns einen Daumen nach oben, irgendwie sowas. Ich muss mich jetzt beeilen, bei mir wird die Zeit knapp. Macht's gut, bis dann, euer Jan.